Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Adrian Taubasi. Ich bin Bereichsleiter an der Mannheimer Abendakademie. Im heutigen Krisengespräch habe ich Herrn Dr. Sven Siefken als Gast. Ich grüße Sie, Herr Siefken. Schönen guten Tag. Herr Siefken, Sie sind Politikwissenschaftler und leiten den Lehrstuhl für Regierungslehre und Policyforschung an der Universität Halle. Im Moment aber sind Sie im Homeoffice in Mannheim. Denn der gesamte Lehrbetrieb funktioniert natürlich, läuft über das Internet. Herr Siefken, wie läuft das neue Semester im Online-Betrieb? Ja, wie für so viele Leute in dieser Republik war es für uns auch eine große Herausforderung, uns jetzt auf diese neue Situation einzustellen. Und wir haben jetzt eine Woche hinter uns. Wir starten in die zweite Woche und können als erste Zwischenbilanz sagen, ja, es scheint zu funktionieren. Ob es dann am Schluss auch gut funktioniert, das wird man wahrscheinlich am Ende des Semesters sehen können. Aber zunächst einmal funktioniert es technisch und didaktisch haben wir uns auch entsprechend darauf eingestellt. Insofern sind wir auch gespannt und sehen das als Chance hier, diese neuen Möglichkeiten auch zu nutzen und umzusetzen, um in diesem Semester eben auch die Lehre sicherstellen zu können. Also Ihre Situation spiegelt ein bisschen der Gesamtsituation der Bundesrepublik wider. Ich meine jetzt mit alles wird verlegt auf das Internet. Auch die Demokratie ist ein bisschen verlegt auf das Internet. Sie beschäftigen sich mit der Funktionsweise demokratischer Institutionen. Darüber, das ist Ihr Forschungsschwerpunkt. Können Sie die gegenwärtige Situation für uns noch mal ein bisschen verfassungsrechtlich definieren? Ist es noch eine Demokratie, in der wir leben? Ist es ein Notstand? Ist es eine Ausnahmesituation? Inwiefern? Können Sie es kurz ein bisschen zusammenfassen für uns? Ja, also auf jeden Fall ist es, da steht gar keine, besteht gar keine Frage, befinden wir uns in einer Ausnahmesituation. Das ist allen Beteiligten klar. Die Frage nach dem Notstand, die kann man hingegen verneinen. Wir haben in Deutschland grundsätzlich noch die ganz normalen Institutionen bei der Arbeit, in einigen Formen vielleicht anders als gewohnt oder sicherlich anders als gewohnt. Aber es gibt keine Verschiebungen hin, wie es beispielsweise für den Fall eines formalen Notstandes mit der Notstandsverfassung ja auch vorgesehen ist. Die im Übrigen aber auch nur für den Verteidigungsfall im Moment verankert ist. Unter welchen Bedingungen darf eine demokratische Regierung solche Maßnahmen ergreifen, wie gegenwärtig? Ja, was wir natürlich in dieser Situation, die ja ungeahnt und so auch noch nicht vorgekommen ist, als allererstes mal festhalten müssen, ist, dass sie von Anfang an sehr unübersichtlich und sehr dynamisch war. Und an dieser Stelle und im weiteren Verlauf geht es eben stets darum, Abwägungen zu treffen, auch verschiedene Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Und da war gerade am Beginn dieser Situation der Fokus natürlich ganz besonders auf den Schutz des Lebens. Und das ist sicherlich auch der richtige Fokus. Und das muss man in Einklang bringen mit anderen Grundrechten, die massiv eingeschränkt wurden, wie beispielsweise die Bewegungsfreiheit, aber auch die Berufsfreiheit. Nur diese Entscheidung muss eben laufend getroffen, laufend abgewogen und laufend angepasst werden. So ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Können wir kurz noch mal darauf eingehen, wie gut vertragen sich diese gegenwärtigen Beschränkungen und die Demokratie überhaupt? Kann Demokratie dauerhaft auf diese Weise funktionieren? Ja, wir müssen natürlich sehen, Demokratie speist sich aus zwei Komponenten, nämlich einerseits aus dem, was wir die Eingaben nennen, die Input-Komponente und einerseits der Output, also die Leistung, die das politische System erbringt. Und beides zusammengenommen ist auch das, was am Schluss zur Akzeptanz von demokratischen Systemen beiträgt und beitragen kann. Wenn wir auf die Bekämpfung der Pandemie oder auch den Schutz des Lebens schauen, dann gucken wir auf diese Output-Dimension, was bei dem staatlichen Handeln dabei herauskommt. Und solange hierbei Erfolge zu verbuchen sind, ist es für die Demokratie zunächst einmal ein unterstützender Faktor. Gleichzeitig müssen eben im Moment Einschränkungen auf dieser Input-Seite vorgenommen werden.
in dem beispielsweise die Versammlungsfreiheit beschränkt ist und die Ausgangsmöglichkeiten und bestimmte Dinge, die man früher beispielsweise in Parteiveranstaltungen vor Ort erledigen konnte, in Versammlungen, das geht im Moment nicht. Demonstrationen gehen nur unter sehr strikten Auflagen. Nur man muss sich natürlich auch nichts vormachen. Diese klassische Perspektive auf Öffentlichkeit, die wir manchmal noch in den Lehrbüchern finden, so hat die Herstellung öffentlicher Meinung ja schon lange nicht mehr funktioniert. Schon in den 70er Jahren hat Jürgen Habermas auf den Strukturwandel der Öffentlichkeit hingewiesen und gesagt, dieses klassische, wir sitzen beisammen, debattieren, deliberieren, kommt zu einem gemeinsamen Ergebnis, das ist ja schon lange ein Idealbild gewesen. Also auch schon in der Situation vorher hat sich Meinung auf anderen Wegen gebildet, und zwar nicht nur über die neuen sozialen Medien, sondern auch die klassischen Medien. Und hier gibt es natürlich jetzt nochmal Verschiebungen, aber es ist nicht so, dass das alles ganz neu und anders ist, sondern es ist in bestimmten Bereichen eine graduelle Verschiebung. Wenn wir auf die politischen Institutionen und den politischen Betrieb schauen, wie sieht dieser Krisenmodus konkret aus? Ja, die politischen Institutionen sind natürlich auch gefüllt mit Menschen. Und dementsprechend sind all die Dinge, die sie am Fließband von einer Autofabrik haben, genauso auch zu beachten beim Betrieb der politischen Institutionen. Das heißt, wenn wir beispielsweise in die Ministerien schauen, dann wird auch hier in großem Maße die Arbeit ins Homeoffice verlegt. Dann werden auch hier in großem Maße Videokonferenzen durchgeführt, Abstimmungen per E-Mail, wo man früher sich eben persönlich zusammengesetzt hat. Das heißt, da sind die Ministerien und die Regierung gar nicht so viel anders als das, was viele von uns in der jetzigen Situation auch erleben. Das Gleiche, und das ein bisschen mit Abschwächung, gilt natürlich für die Tätigkeit des Parlaments. Das auch im Parlament gibt es ja zwei zentrale Bestandteile. Das eine ist die Arbeit von Abgeordneten im Parlament selber. Das ist hochgradig arbeitsteilig organisiert. Das heißt, die Abgeordneten sind Fachleute für spezielle Politikbereiche in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik. Also jeder ist ein Experte für irgendetwas. Wir haben keine Hinterbänkler in diesem klassischen Sinne in Deutschland, sondern es sind alles Experten für eng abgegrenzte Fachbereiche. Und der zweite Teil der Medaille des Daseins als Abgeordneter ist ja die Arbeit im Wahlkreis, die Vernetzung vor Ort. Und man schätzt, dass ungefähr 40% der Tätigkeit von Abgeordneten diese zweite Komponente ist. Im Wahlkreis ist der Abgeordnete dann allerdings nicht mehr der hochspezialisierte Experte für einen abgegrenzten Politikbereich, sondern er ist dann oder sie ist dann dort Generalist und vertritt die gesamte Politik, das gesamte politische System, die gesamte Partei. Diese Wahlkreisarbeit ist natürlich unter diesen Bedingungen wesentlich schwerer zu organisieren als die Arbeit im Parlament, in der man eben auch mal leichter dann auf Videokonferenzen ausweichen kann oder Dinge telefonisch und per E-Mail erledigt. Denn im Wahlkreis geht es um die Kommunikation und um die Vernetzung nach außen zu ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Sie schilderten gerade die Einschränkungen der Legislative durch die Epidemie und der allgemein der, durch die Beschränkungen der, aufgrund der medizinischen Situation. Aber ist es nicht so, dass der riesige Handlungsbedarf auf Seiten der Exekutive, gerade die Legislative, droht zu überrollen? Kann man die Frage stellen, ob, wenn man sich anguckt, das riesige Finanzhilfepaket der Regierung, hat man noch beim Parlament noch die Zeit, genau hinzuschauen? Ist es nicht eine Gefährdung unseres parlamentarischen Systems, was wir jetzt beobachten? Ja, man kann sich natürlich in der Politik leider die Problemlagen, mit denen man konfrontiert ist, nicht aussuchen. Und das ist eben jetzt die Situation. Wir haben schon mehrfach größere Krisensituationen außenpolitischer Art, innenpolitischer Art im Rahmen von Terrorattacken oder aber auch in der Finanzkrise, in der europäischen Finanzkrise erlebt, in denen es darauf angekommen ist, dass man sehr schnell handelt. Und das Parlament ist nun mal nicht darauf angelegt, sehr schnell zu handeln, sondern die Exekutive kann schnell handeln. Und dann kann es manchmal sein,
dass es eben tatsächlich zu großen Entscheidungen in einem kurzen Zeitraum kommen muss. Auch dafür ist aber der Parlamentarismus eingestellt und darauf kann er sich einstellen, indem er eben jenseits dessen, was in formalen Verfahren passiert, durch diese Arbeitsteilung ja die Experten jeweils und die Ansprechpartner in den Parteien, in den Fraktionen, im Parlament schon vorhält und die in diesen informellen Netzwerken auch schon in der Vorabstimmung mit eingebunden werden und werden können. Das sieht man dann nicht unbedingt, wenn man sich denn das Verfahren in einer Plenarsitzung anschaut. Da wirkt es so, als ob es einfach nur durchgewunken wird. Aber auch das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen, beispielsweise bei dem Epidemiegesetz oder auch in den Landtagen, dass hier eben im Vorhinein durchaus erfolgreich Einfluss genommen wurde, begrenzend Einfluss genommen wurde durch Abgeordnete, durch das Parlament auf Entscheidungen und auf Vorschläge der Exekutive, also der Ministerien. Welchen politischen Risiken setzt sich eine Regierung durch solche Maßnahmen aus, durch so eine Situation? Die Regierung ist in dieser Situation mit zwei Risiken konfrontiert. Erstens, sie tut zu wenig und zweitens, sie tut zu viel. Wenn sie zu wenig tut, dann kann eben die Pandemie sich so stark ausbreiten, dass man hinterher der Regierung vorwirft, zu Recht, ihr habt den Schutz des Lebens nicht sicherstellen können. Und wenn sie zu viel tut, kann man der Regierung dann auch möglicherweise zu Recht vorwerfen, ihr habt diese Gelegenheit hier genutzt, um weitreichend und zu weitreichend Grundrechte einzuschränken. Und genau das ist die Balance, in der wir uns bewegen müssen und in dem es eben diesen laufenden Abwägungsprozess geben muss. Und hier haben wir ja eine ganz interessante Situation im Moment in Deutschland, denn wir haben nicht nur die klassische Perspektive auf Gewaltenteilung, in der es diese Abwägung zwischen der Legislative, zwischen dem Parlament und der Regierung oder zwischen der Opposition und der Mehrheit gibt, sondern wir haben gleichzeitig, und das wirkt im Moment so, als ob das viel bedeutender ist, eine weitere Ebene der Gewaltenteilung, und das bezeichnen wir als die vertikale Gewaltenteilung, und das ist die Ebene der Länder. Denn wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen, die hier durch die Länder durchgeführt werden muss. Und das hat man ja jetzt in den letzten Monaten auch nochmal ganz deutlich erlebt. In der jetzigen Situation ist es gar nicht möglich, dass die Bundesregierung sagt, wir machen das so oder so, weil eben ein Großteil der Entscheidung tatsächlich durch die Länder getroffen werden muss. Und das ist insofern auch erkennbar geworden, dass hier die Länder auch in Teilen unterschiedlich reagiert haben. Und auch das ist Gewaltenteilung im Gegensatz zu einer zentralstaatlichen Herangehensweise, wie wir sie beispielsweise in Frankreich haben. Die Bevölkerung scheint die Einschränkungen bisher mit großer Zustimmung mitzutragen. Worauf ist diese Gefügigkeit, in Anführungszeichen, Ihrer Meinung nach zurückzuführen? Ja, das sind wahrscheinlich im Wesentlichen drei Dimensionen. Das eine ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Wenn man auf das Ergebnis schaut, dann sind die Maßnahmen ja erfolgreich gewesen. Und wir hätten sicherlich eine andere Akzeptanz, wenn wir andere Ergebnisse in der Pandemiebeschränkung hätten. Das zweite ist der Punkt, dass generell wir in Deutschland eine Tradition von einer starken Exekutivorientierung haben und uns dementsprechend in der breiten Bevölkerung orientieren viel lieber an den Meinungen, die von einer Regierung oder auch von einem Gericht oder von einer Polizei kommen, als an der Vielfalt, an den unterschiedlichen Interessen, die von verschiedenen Parteien geäußert werden. Das ist also etwas, was schon seit Jahrzehnten in der politischen Kulturforschung, wie es genannt wird, immer wieder für die Situation in Deutschland herausgefunden wird. Und das Dritte, was ganz wichtig dazugehört, ist die Art und Weise, wie man mit dieser Situation umgegangen ist, auch von Seiten der Politik, von Seiten der Regierung. Man hat von Anfang an sehr offengelegt, wie diese Abwägungsprozesse und wie die Unsicherheiten sind. Man hat sehr frühzeitig sowohl die Wissenschaftler immer wieder mit eingebunden, aber auch gesagt, das ist keine Entscheidung der Technokratie, indem uns die Wissenschaftler jetzt sagen, was wir machen können, sondern man hat von Anfang an hier
deutlich gemacht, gerade von der Ebene der Bundesregierung, dass es ein komplexer Abwägungsprozess ist und sein muss? Es gibt doch viele Menschen und einige Gruppen, die mit den Regierungen nicht einverstanden sind, die die Maßnahmen nicht mittragen wollen, nicht mitzutragen bereit sind. Wie weit darf der Staat gehen mit den Sanktionen zur Einhaltung dieser Beschränkungen? Ja, diese Frage der Sanktion zur Einhaltung der Beschränkung lässt sich schwer pauschal beantworten. Und diese Art und Weise der Sanktionierung ist ja auch gar nichts, was allgemein festgelegt ist, sondern letztlich auch hier finden wir die Umsetzung dann wieder vor Ort auf der kommunalen Ebene. Wir haben also hier das ganze föderale System der Bundesrepublik, so wie es in der Verfassung auch verankert ist, zu fassen und zu erleben. Die Landespolizeien, die kommunalen Ordnungsämter, die Gesundheitsämter, alle wirken daran mit. Und da kann es natürlich im Einzelfall in solchen Entscheidungen auch mal zu Fehlern kommen. Da sind Grenzen vorhanden, aber es lässt sich schwer pauschal beurteilen. Und wir haben auch jetzt schon in allgemeinen Vorgaben Situationen, bei denen man sich fragen kann, ist das eigentlich noch statthaft in dieser Form? Und da sind natürlich auch Wege zu Gericht eröffnet. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen auch gesehen, dass Gerichte dann auch sehr schnell entscheiden können. Beispielsweise bei der Frage nach der Öffnung der Schulen in Hessen für die vierten Klassen. Aber auch bei einer Reihe von anderen Fragen hat es ja schon genau zu dieser Frage, ist diese Abwägung eigentlich in dem Einzelfall richtig getroffen worden, hat es schon gerichtliche Überprüfungen gegeben. Wie vollzieht sich dieser von Ihnen auch erwähnte Abwägungsprozess über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen? Das ist eine sehr prekäre Situation. Es muss unsere Öffentlichkeit, die Medien sehr, sehr gut funktionieren, viele Meinungen zulassen. Die Gerichte spielen da auch eine Rolle. Wie sollte es im Idealfall ablaufen? Wie soll man sich das vorstellen? Naja, ein solcher Abwägungsprozess ist erstmal darauf angewiesen, dass die Argumente eingebracht werden können und dass das Wissen eingebracht werden kann, was man hat. Das heißt, ein funktionierender Abwägungsprozess ist auf Meinungsfreiheit, ist auf Pressefreiheit und ist auf eine ordentliche wissenschaftliche Basis, in diesem Fall naturwissenschaftliche Basis, angewiesen. Die Entscheidung darüber, was man dann tut, ist aber eine originäre politische Entscheidung. Denn es ist eben eine Situation, die wir haben, und da gibt es eine ganze Reihe von weiteren Situationen, bei denen man eben nicht sagen kann, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern man muss eine Entscheidung treffen, denn wenn man keine Entscheidung treffen würde, dann wäre das auch eine Entscheidung. Genau dafür haben wir Politik. Dafür haben wir politische Entscheidungsträger, um Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, um eben dort Entscheidungen zu treffen, wo es richtig oder falsch nicht gibt und wo man trotzdem handeln muss. Und diese Entscheidungen werden eben getroffen von denjenigen, die wir gewählt haben und die uns hinterher als Wählerinnen und Wähler wieder verantwortlich sind. Und in dieser Absolutheit wird das jetzt in dieser Krise eben nochmals deutlich. Die Kanzlerin und die größte Regierungspartei genießen im Moment hohe Umfragewerte, während die Opposition in den Umfragen keine wichtige Rolle mehr spielt. Womit erklären Sie diese Umfrageergebnisse? Ja, das ist, wie es so oft gesagt wird, eine Stunde der Exekutive. Dieses Phänomen, das kennen wir aus einigem an Krisengeschehen. Und es lässt sich dadurch in diesem Fall erklären, dass einerseits die Ergebnisse stimmen. Das heißt, wir haben eine erfolgreiche Beschränkung, einen Rückgang im Wachstum der Infektion. Wir haben im internationalen Vergleich eine geringe Todeszahl und auch Todesrate. Und insofern, diese Dimension erklärt zum einen die Unterstützung, die die Regierung jetzt in erheblichem Maße erfährt und die sich eben auch widerspiegelt, tatsächlich nicht nur in der Regierung, sondern in der Unterstützung für handelnde Personen und für die Parteien.
Das Zweite, was dazugehört, ist das, was ich vorhin schon mal kurz sagte, nämlich die Art und Weise, wie man das gemacht hat. Eben nicht im Parteienstreit, nicht in Polarisierung, sondern in einem erklärenden, abwägenden Verfahren. Das macht es für die Opposition aber natürlich extrem schwierig, sich hier zu positionieren. Die Opposition hat eigentlich hier den Vorteil, sie kann ja immer kritisieren und ist hinterher für nichts verantwortlich. Denn in dem Moment, wo eine solche Entscheidung, zum Beispiel für eine weitgehende oder weitergehende Öffnung, wie sie jetzt teilweise gefordert wird, getroffen wird, ist es ja keine Entscheidung der Opposition mehr, sondern es muss dann eine Entscheidung der Mehrheit sein. Und damit wären für alle Folgewirkungen dann wieder die Abgeordneten der Mehrheit oder die Regierung verantwortlich zu machen. Aber insofern hat einerseits die Opposition eigentlich Startvorteile. Sie könnte überall das Angenehme und Wünschbare fordern, aber gleichzeitig hat sie es schwer, gegen anzukommen, weil eben, wie eingangs gesagt, schnelle Entscheidung, dafür ist die Regierung besser, das Aufbereiten von Wissen, die großen Ministerialapparate, die große hierarchische Strukturierung und bisher eben auch die Erfolge. Herr Siefken, Sie koordinieren ein internationales Forschungsprojekt, das die Entwicklungen der demokratischen Systeme in der Krisensituation im Vergleich auswerten soll. Wir sind auch im Gespräch darüber, in welchem Rahmen Sie die Ergebnisse von diesem Projekt eventuell an der Abendakademie vorstellen werden. Können Sie kurz Ihre ersten Eindrücke aus dem Ausland schildern? Wie gehen Demokratien um mit der Krise? Ja, wir können sehr unterschiedliche Reaktionen sehen, und zwar in demokratischen und auch in nicht demokratischen Staaten. Und es ist hier natürlich, es wird insofern auch politikwissenschaftlich sehr interessant sein, hinterher auszuwerten, zum einen, wie erfolgreich waren die verschiedenen Systeme eigentlich in dieser Pandemiebekämpfung und zum zweiten, welche Effekte hatte das auf das politische System selber. Wir haben jetzt hier eben schon über das Thema Vertrauen gesprochen, Vertrauen in politische Institutionen, das in Deutschland in den letzten Monaten dadurch auch gewachsen zu sein scheint, ist das im internationalen Vergleich auch so. Aber wir haben eben auch ganz unterschiedliche Arten und Weisen der Reaktion. Wir haben, wie ich eben sagte, in Deutschland eine sehr kooperative Einbindung der Opposition. Wir haben in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, eine fortdauernde Polarisierung, auch in der Pandemiebekämpfung. Wir haben ein ganz unterschiedliches Verhältnis in Großbritannien und den USA in den frühen Phasen gehabt zu dieser Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen. Inwieweit wird das als handlungsleitend für die Politik wahrgenommen und aufgenommen, als wir es in Deutschland haben. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Bereich der Länder, die wir Transitionsstaaten nennen, die also nicht gesicherte Demokratien sind oder wo vielleicht auch die Krise jetzt genutzt wird, um Demokratie wieder zurückzudrehen. Ungarn beispielsweise und auch in Polen. Also hier gibt es Versuche, diese Gelegenheit zu nutzen, um Verschiebungen in den Institutionen herbeizuführen. Und das ist natürlich wert zu beobachten. Welche Eindrücke haben Sie von der Dritten Welt? Zum jetzigen Zeitpunkt steht die Pandemie selbst in vielen unterentwickelten Ländern ja noch ganz am Anfang, was auch mit einer geringeren Mobilität zu tun hat. Und deshalb dauert es länger, bis sie dahin kommt. Aber vor dem Hintergrund des Wissens, dass die Gesundheitssysteme in diesen Ländern ja wesentlich weniger leistungsfähig sind, kann hier noch die wirklich dramatische Entwicklung überhaupt erst einsetzen. Also es kann sein, dass es verzögert kommt und es wird wahrscheinlich verzögert kommen. Und die Frage ist, wie kann man unter diesen Bedingungen dann damit umgehen? Sicherlich wird es nicht so erfolgreich sein wie in Ländern, die ein funktionierendes, ausgebautes Gesundheitssystem haben, so wie wir es hier in Deutschland natürlich vorfinden. Herr Dr. Siefken, ich bedanke mich für das Gespräch. Mehr werden wir sehen in ein paar Monaten. Ich würde mich freuen, wenn Sie über die Ergebnisse, über die Lehren aus der Krise auch bei uns etwas erzählen könnten, einen Vortrag vielleicht halten könnten im Haus, wenn wir wieder eröffnet sind. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank, Herr Tabasi.